Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, wir befinden uns hier kurz am Rusty Peak. Ich werde hier mal kurz ein Schlösschen knacken. Eins meiner Lieblingsschlösschen. So, alle hops, alle rausgenommen. Ein Schloss geknackt, fertig. Dann haben wir jetzt einmal Ferner Donner. Ferner Donner wird jetzt eiskalt mitgenommen. Geht ja nicht anders. Das muss man mitnehmen. Erst recht, wenn noch verbrannten Event dazukommt. Eine Horde Verbrannter wurde so, und dann machen wir auch gleich hier vorgeschobenen Beobachter das Zielfernrohr für den Defiance-Artillerieangriff benutzen. Ab Victoria. Irgendwo ist noch was. Da hinten. Aber nicht ganz gereicht jetzt. Ach, das war ja auch ein König. Hab dich jetzt gerade mit was anderem verwechselt. Komm mir doch nicht zu nah. So, jetzt aber. So, dann nehmen wir hier noch einmal alle mit. Leider kein Festtags für Branta dabei. Das wäre jetzt natürlich noch epic gewesen. Ein verbrannter Offizier. Ach, da ist noch so ein Meierlurk. Na komm. Ja, dann machen wir es gleich richtig hier. Was bist du denn? Komm zurück. Gut, da hinten sind nur noch die anderen. Die wollen wir aber nicht haben. Jetzt fehlen nur noch vier Festtagsverbrannte. Und die Stufe. Scheinchen, naja gut, müssen wir mal gucken, ob wir die jetzt noch hinkriegen oder nicht. Und vielleicht haben wir jetzt in einer Minute nochmal Glück und es kommt die Wertung Strahlenschlägerei. Das wäre natürlich mega epic. Deswegen nehmen wir uns jetzt hier nochmal ein kleines mit. Denn hier laufen ja ganz viele Punkte rum. Und Säure for free nehme ich gerne mit. Es ist Weg zur Erleuchtung. Naja gut, könnte man Gaudio jetzt mal mitnehmen. Wäre jetzt ein schnelles Event, aber nicht eins, was ich jetzt gerne haben wollen würde. Also Schallmauer oder sogenannte Strahlenschlägerei wäre schon ganz cool. Ja, mal gucken, wir haben ja noch ein bisschen was an Zeit übrig. Wird ja somit nicht das letzte Event sein. So, dich haben wir auch. Sogar am Überlegen, vielleicht eine kleine Brandbässe-Runde einzuschieben. Nächstes ist die Feiertags verbrannt. Nochmal die 10 Stück möchte ich auf jeden Fall zusammenkriegen. Irgendwie scheint hier manchmal eher weniger zu sorgen. Wenn wir sowieso schon hier sind. Sie ab und zu vorbei. Vielleicht habe ich da noch weitere Aufträge für Sie. Warum nicht? Laufen wir mal los. Bis zum Riss runter. So. Weil wenn wir Glück haben, dann spawnen nämlich gleich die richtigen Übeltäter. Und wenn nicht, dann nicht. Haben wir halt einfach ein bisschen EP gemacht. Das ist halt auch was Schönes. Brauchen wir ja sowieso noch. Nicht ins Gesicht schreien. Im Gesicht sehe ich nichts. Hau mich doch nicht so, dass ich nicht weiter auf dich schießen kann. So, du bist nichts. Du bist auch nichts. So Mädchen, wäre jetzt cool, wenn du hier mal ein bisschen rumkommst und nicht so viel rumschreist. Ich flatter dann halt nochmal 2 Kilometer weit weg. Geh irgendwo zu Boden, wo niemand ist. Und beschieß dich dann halt von da hinten.
sind wir mal die richtigen. Ich krieg dich trotzdem kaputt. Habe ich nicht das Problem mit. Könnten wir vielleicht hier nochmal gucken, ob wir hier vielleicht noch eine große Kreatur haben. Na komm, den essen wir uns jetzt auch nochmal mit. Was soll der Geiz? Ah ne, wir haben kleine Schlups. Ich schlurf durch den Boden, so nach Motto. Nehmen wir euch einfach nur mit für die EP. So. Und dann wieder zurücklaufen. Auf zum Mr. Primaris. Denn uns fehlen ja jetzt noch drei große Kreaturen. Hätte da an sowas gedacht wie eine Todeskralle. Wäre ganz cool. Weil Stärkefleisch. Brandfest haben wir ja jetzt ja auch geholt. Vielleicht haben wir ja hier jetzt Glück und kriegen jetzt hier nochmal ein Mega-Faultier, Königin oder irgendwas in der Richtung. Was vielleicht auch nochmal als große Kreatur zählen könnte. Nee. Oh doch, da haben wir eine Queen. Wunderbar. Nehmen wir die. Solange noch nichts anderes da ist, nehmen wir die. Gehen wir nicht auf den Senkel hier. Ich sehe das. So, nächste riesige Kreatur. Ah, jetzt könnten wir noch eine Todeskralle mit in petto nehmen. Schauen wir erstmal hier, was jetzt am Primaris rumrennt. Da haben wir ja nochmal Glück. Kriegen noch einen Festsachs verbrannten. Ist immer schlimm, wenn man die auf Krampf suchen muss. Na, wenigstens sind drei Sterne, na denn. So gut, dich nehmen wir mal kurz mit, wenn du hier sowieso schon vor meiner Nase landest. Warum auch nicht? Da haben wir noch einen gehabt. Wunderbar. So, nehme ich mal kurz einmal alle mit, weil ich es kann. Schreit mich doch nicht immer so an. Ich habe euch doch nichts getan. Noch nicht. Kommt noch. Jetzt geht halt wieder los, dass ich überall Festsacksverbrannte höre, wo keine sind mehr. Das Mädchen hat nicht so wirklich Lust heute. Da ist er. Oh. Doch, es hat Lust sogar zu landen. Sehr nett von dir. Aber auch ich muss mal nachladen. So. Oh, zweimal Hirn. Das beste Essen überhaupt hier. Gut, hier haben wir alle. Das heißt, ich gehe noch einmal kurz hier hinten gucken. Mit einem Granatwerfer im Räumen, ne? Also ihr seid ja echt schlau heute hier. Hast du ein Problem oder so? Du hast eine Waffe in der Hand, Kollege. Finde ich faszinierend. Ohne Hau-Animation sogar. Na denn. So. Indem er einfach zur Seite guckt, kann er mich schlagen. Eieieiei. So, dann retten wir hier mal kurz schnell den Siedler. Machen wir jetzt hier unten alles schon mal fertig. Da haben wir wenigstens auch schon mal den Siedler in der Hand. Jetzt habe ich Weg der Erleuchtung komplett sein gelassen. Ey, yay. Man merkt, da habe ich heute nicht irgendwie so richtig Lust drauf. Ich mache heute eigentlich eher das, wo
Ich sag so, jo, das könnte man jetzt durchziehen. Nach jetzt seinem Vorrecht zieht es mich zum Göttlicht. Das Licht ist ewig. So. Also, ich muss reinflitzen. Der ist hier drinnen. Machen wir noch eine Runde Lucky Ho. Nee, komm, jetzt. Jetzt haben wir auch mal genug. Der ist ja hier vorne irgendwo am Arsch der Welt. Wir rennen da jetzt einfach nur ganz fix durch. Wir nehmen jetzt mal kein Blei mit, auch wenn das jetzt eigentlich die beste Gelegenheit wäre, um Blei mitzunehmen. Schnell rein, Geisel befreien, wieder raus. Hab ich dich, Ungläubiger! Heute fühle ich mich irgendwie so ein bisschen AP-los. Mein Leben galt nur dir, heiliger Mottenmann. Heiliger Mottenmann, ich bitte. Das ist ich so. In das du auch nochmal? Heiliger kein Mottenmann. Problem. Mich. So, nehmen wir einmal kurz alles mit. Er ist ja hier hinten. Heiliger Mottenmann, ich werde den Ungläubigen für dich. Andere werden meinen Platz einnehmen. Also eigentlich haben wir ihn befreit, aber irgendwie ist er gerade durch die Explosion. Waren wir nicht. Ich weiß sämtliche Schuld von mir. Waren wir nicht. Ja, passiert. Würde ich sagen. So, aber wo sind denn eigentlich meine hier unten sind die? Ne, dann gehen wir erstmal hier unten. Schon mal Ward sein Teilchen besorgen. Was er mal wieder für Drogen ausgegeben hat. Mal sehen, wen er es diesmal verkauft hat. Blutadlern oder Raidern. Hier draußen gibt's nichts Gutes. Überall fehlen. Da oben haben wir eine Grille. Ja, lasst euch alle umbringen. Also, die Grille hole ich mir aber noch. Bevor ich da hinten zur Sendereichweite rüber rups. Ja, die Grille hole ich mir noch, ne? Da kommen gleich noch drei weitere. Was ist denn mit euch los hier? Und greift mich mal an hier, komm. Ich halte ein bisschen was aus. Jedenfalls denke ich das immer mal. Gut, dann machen wir erstmal hier Heilsender. Und bis jetzt sehr wenig Wasser gefunden hier. Ja. So, Nummer 1. Nummer 2. Und das hier draußen rennt er rum. Nein, schieß mich mal Glied um Glied aus dieser Rüstung raus. Möchte ich sehen. Stirb, du Stück Scheiße! Jetzt stirb schon! Ich bin doch kein Stück Scheiße. Ich habe auch Gefühle, ja? Oder etwa dich. Na gut, dann gucken wir mal hier. Ach. Ich schlepp schon wieder zu viel mit mir rum. Und gleich erstmal hier irgendwo was kaputt machen. Aber erstmal gehe ich den hier oben, den Nerventöter hier. Einmal was von Latz werfen. Wo? Da schon mal einer.
Da Nummer 2 und da Nummer 3. Oh, da war sogar Doppelschuss Fatman. Oh, aber leider nur ein Stern. Da fehlt so 3 Sterne. Weiter Stern eigentlich erstmal shit egal. Und dritter Stern wäre dann so Highlight Gewichtsreduce. Das wäre so Highlight-Perk für mich. Dann kann man das Ding nämlich ständig mit sich rumschleppen. Oh gut, jetzt machen wir hier erstmal ein bisschen was klein. Das Teil für Wort hatte ich jetzt schon gesammelt, ne? Eifer des Gefechts. Ich denke mal. Werden wir ja gleich sehen. Immer eins nach dem anderen. Erstmal hier. Joa, ganz viel klein machen. Es ist halt immer dieses RR. Zack, zack. Und man hat so viel in den Taschen. Ja, sieht schon viel besser aus mit der Tragkapazität hier. So, ja, haben wir alles. Was haben wir sonst noch gekriegt? Echt bombig Welch. Nee, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wobei, es gibt eigentlich gute EP. Da sind aber Grubis. Besucherzentrum wäre jetzt cool gewesen. Auf jeden Fall. Weil Feissachs verbrannte. Aber na gut, geben wir erstmal hier das Ding ab. Was mir sowieso auffällt. Achso, Gattersäge muss ich fotografieren und den See unten noch. Nehmen wir das gleich noch mit. Dann haben wir das auch hinter uns. Du hast je schneller du die aus. Na. Du hast also unser... Ich baue dieses Angriffs... Ja, bau das mal gleich wieder ein, dann schieße ich nochmal auf dich. Ich hoffe, wir können noch mehr Siedlungen wie Foundation gründen. So, Gattersäge. Und ich habe schon wieder gesehen, irgendwelche Horden im Wald. Das wäre natürlich ein bisschen schöner. So, von meinem legendären Stuff heute komme ich auf jeden Fall. So, See nochmal fotografieren. Wilde Mischlingshorden. Sind oben bei Sweetie. Ja, den könnten wir doch rein theoretisch gleich beides mal kurz Gaudi machen. Oder etwa nicht? Doch, kriegen wir hin. Wenn er noch hier ist und ich nicht nach ihm suchen muss. Na gut, er ist nicht mehr hier. Aber wir könnten mal kurz den Honig abgeben. Wenn schon, denn schon. Jetzt sind wir sowieso schon hier. Ist jetzt auch keine Prio-Quest, aber... Eine Tasse Tee und ein leckeres Gebäck. Es geht ja trotzdem schnell. Weltuntergang. Eigentlich passt Tee gut zu allem. Naja, komm. Willkommen zu... Leider bin... Es ist wunderbar. So. Dann besorge ich Willkommen dir mal Honig. Nochmal und hier ist der Honig. So, brauchen wir uns gar nicht weiter bewegen. So Mischlingshorde. Früher sind so viele Hunters, was hatten wir noch? Da oben. Das passt schon eher. So, einmal rumgedreht. Die Questen, die ich machen wollte, die haben wir jetzt schon so gut wie durch. Gucken wir mal, dass wir die vielleicht in einem abgeben. Dann könnten wir vielleicht doch nochmal sagen, wir jagen nochmal ein bisschen mehr Verbrannte. Würde sich ja auch auf jeden Fall lohnen. Gut, gucken wir mal. Aber erstmal nehmen wir uns jetzt hier die Mischlingshorde an. So. Da haben wir schon den Mischling. Aber komische Horde, wenn es nur zwei sind. Problemlösers Gauss. Nee. Löst kein Problem. Gut, denn einmal auf zu Devonport.
Dann geben wir dort nochmal kurz ab, bei der Gear kurz ab und dann haben wir wenigstens das, was ich haben wollte, schon mal geschafft. Aber echt noch, ich wollte eigentlich noch eine Todeskralle machen. Siehst du, da kommt das eine aufs andere und dann vergisst man wieder, was man eigentlich machen wollte. Ich wollte ja eigentlich noch eine Todeskralle mir holen. Na gut. Wichtig ist es jetzt momentan noch nicht, dass ich sie jetzt unbedingt brauche. Noch haben wir ja ein bisschen Zeit und so. Das sind... Ich habe... So, mit Intelligenz heute. Passt. Und wir kriegen auch ein bisschen Wasser dazu. Hey, endlich mal. Na gut, die Scheine, wie gesagt, die werden sich von selbst auflösen. Wir haben eigentlich jetzt schon genug legendären Schrott. Eintauschen könnte ich auch schon. Wir haben ja noch bis zum vierten... Also ich habe noch bis zum vierten Zeit. Wenn das hier kommt, dann ist er schon... Ich bin gerade durch. Lass mich. Das heißt, eigentlich gibt es da sogar noch deutlich mehr Scheinchen hier. Ist ja noch Doppelscheine. Schön, für mich. Dass du zurück bist. So. Wenn du von der Untersuchung der Signale. Gut, haben wir das auch fertig. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.